2, 1. Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls 3 mit Stormblade Hallo. und Aesthetic. Hallo. Und ich weiß nicht, wo der zweite schwarze Ritter von mir hier ist. Willkommen. Wie heißt der denn auf drauf? Englisch? Abysswalker, dachte ich, heißt der, aber. Aber der heißt Nee, ja müssen, das Abgrund des müssen die Ga ja, Guardians of the Abyss. Ja, Guardians of the Abyss, das ist nicht stimmt. Nein, hab ich getrunken. Boxen. Uff. Oder Abyss Guards, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Weiß es auch nicht mehr. Ich bin am Dicken vorbei. Das war knapp, bin fast gestorben. Vision von Kleriker, deshalb Vorsicht vor Jungspund. So, wer ist denn jetzt der Richtige von euch? Wie sieht man denn das noch? Oh, fuck it. So, was ist denn der, das? Der keinen eigenen Lebensbalken über seinem Kopf hat. Wie viele Gegner sind das denn? Scheiße, jetzt habe ich aber eine Estus an dem Spacken hier verbraucht. Kacke. Der hat ein cooles Schwert. Also, beziehungsweise man kann aus seiner Seele ein cooles Wolfsschwert machen. Die Beide. Fenstermaske habe ich. Oh komm, dann gehen wir jetzt auch direkt wieder rein in den Fight. Yay! Ich will den Nebel durchqueren. Oh, ist ja der schnell. What the fuck, ist der schnell. Ich trinke lieber oh, was. Oh, der hält aber nicht viel aus dafür. Wo bleiben sie denn, seine Boys? Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe. Schneller, wo seid ihr? Jungs, ich brauche euch. Riesiger Thronsaal, ja. Warum liegen denn 7000 Seelen bei dem rum? Jungs, jetzt Angriff von ja, hinten! Ja, hast du wohl 7000 Seelen verloren? Ja, offensichtlich. Aber warum sind das so viele? Nicht auf mich gehen! Du hast nicht zugehört! Diese riesigen Gegner, ich finde die zum Kotzen einfach. Jetzt habe ich zwei gegen mich, toll! Ja, aber keine Sorge. Oh, ich jetzt auch. Nee, der bleibt auf mir. Ich sehe nichts mehr. Alter, das ist Bossfight scheiße. Ja, ja, jetzt dreh um. Jawohl, geh auf den. Sehr gut. Aua. Da jetzt runterspringen, muss ich wieder den ganzen Weg laufen. Los, Kumpel, jetzt Angriff von hinten. Wir machen das Tag Team Mode. Go, go, go. Ja, dann mach auch was. Ich kann nicht die ganze Zeit. Aua, der haut mich. Sehr schön. Gutes Ding. Gutes Ding. First try. Ah, ne, der kommt ja wieder. Scheiße. First der wird, try. Der wird ja jetzt erst böse, Scheiße. First try, sagt er. Ja, wäre lustig gewesen. Vor allem voll schnell. Scheiße, jetzt kommt der erstmal. Oh! Ja, du hast ja einen netten Spawn. Stehst aber direkt neben mir. Ich jetzt viele Pfeile. Könnte ich den Boss. Fast gar nicht laut, die Musik. Ja, das ist echt problematisch. Aua. Aber ist geil. Ach, jetzt kriegst du ein Feuerschwert. Fuck. Ich hab kein Feuerring. Was glaubst du, warum ich so ein Problem gegen den Dude habe? Kann ich das nicht benutzen? Achso, weil es schon oben ist. Ja, aber ich habe ja auch eine Feuerwaffe. Ich glaube, der ist jetzt ein bisschen resistent dagegen. Glücklicherweise, wir werden es niemals herausfinden. Alter, du tust es. Okay, Kumpel. Wir beide. Fuck you. Kacke! Mann! Komm. Sascha den schon fast schafft. Voraus. Ah, ich hab ne Abkürzung. Komm! Nein! Scheiße. Fehler. ich hab schon mal ne. Ich hab ihn voll gesteckert! Oh oh. Ich hab ihm einfach ein Wurfmesser ins Gesicht geschmissen und mega gesteckert. Komm ich jetzt, hast du das Wurfmesser bei einem Boss benutzt? Ja, und dabei habe ich aus Versehen noch ein Estus-Flakon getrunken. Ah. Komm ich jetzt von hier nochmal zum Feuer? Ich weiß mal es auf, gar was nicht du machst. Ey, du hältst dich wohl auf für einen ganz tollen Hecht. Oh, ich habe keine Waffe! Ich habe die Waffe abgerüstet. Oh Mann, ich hätte ihn schön erwischt. Ja, mit der Faust kannst du ihn doch auch mal platt machen. Ja, hat echt viel Damage gemacht, muss ich sagen. Will der mich jetzt beschwören oder nicht? Halt nicht. Lass es halt. Kann man den backstabben? Weiß ich nicht, ich hab's noch nicht wirklich geschafft. Ah, scheiße, hab ich keine Ausdauer mehr gehabt. Und Zettis. Oha! Ich stagger ihn halt hart, wenn ich ihn das schlage. Zwirbelritter. Ich glaube, ich bin mega OP gerade. Aber ich bin tot. Das ist der Freund? Oh ja, das ist der Bösewicht. Oh Mann, er ist durch meine Ausdauer durch, glaube ich, oder so. Oh, das war dumm. Muss ich jetzt nochmal die erste Phase machen? Ja, natürlich. Der ist nicht so schwer. Scheiße. Die zweite Phase ist halt assig. Nee, die ist auch okay. Ich stagger den die ganze Zeit mit jedem Schlag. Moment. Aber ich hab's so nicht genutzt. Sind hier Feinde? Feuerschwert, Sascha, ich sag's dir. Ja, ich hab ein scharfes Schwert. Damit staggerst du ihn aber nicht. Nur ein bisschen. L-Amulett. Zwivelritter, komm mit. Ach, du bist jetzt bei dem Dämonen.
Feuerdämonen. Oh fuck, warum also stehen denn noch beide schwarzen Ritter? Sag mir jetzt nicht, das ist tatsächlich echt ein Boss, wo ich da bei der Brücke bin. Shame on you, you greedy guts. Der verrät mich? Das ist nicht der Zwiebelritter. War du fake. Arschloch. Wehe, du haust mich, wehe, du haust mich, wehe, du haust mich. Oh. War nicht der Zwiebelritter. Der hat mich verraten. Der Zwiebelritter? Ja, er hat runtergestoßen. Nein, der hat. Ich bin auf die Brücke gelaufen. Und dann lässt er die Brücke runter. Und lacht mich aus. Ich töte den, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Zwiebelritter? Ja. Nein, Alter, der ist gut. Ja, aber warum lässt du mich denn runter? Hier sind doch gar keine Gegner. Weiß nicht, weil er ein gemeiner Typ ist. Herzlichen Glückwunsch, dass ich die Brücken alle wieder hoch mache. Alter, der hat so keine Schnitte gegen mich, wenn ich ihn mal zu fassen bekomme. Jetzt bin ich wieder hier. Ach, jetzt auf einmal bist du nicht gestaggert. So ein Penner. Ich wieder hochlaufen. Weil es auch so viel Spaß gemacht hat. Ich halt zum Boss. Ja. Warum bist du denn jetzt auch noch gegen mich? Weißt du, das sind Fragen, die darfst du einfach nicht stellen. Die haben gerade zu dritt auf mich eingestompt. Von hinten. Das sind diese Mistkerle, den darfst du nicht vertrauen, ich sag's dir. Die sind schlimmer als Dennis. Oh lalala, das war ja, ein Hit. Das war hart, harte Aussage, ich weiß aber. Umso wahrer. Steckst du ein bisschen in der Bredouille? Alter. Leute, ich brauch einen Bro. Bist du komplett retarded? Nee, ist ja, genau. Steh auf und hilf mir, Kollege. Rang Doppelhammer. Und wieder rein. Ich wollte gerade sagen. Okay. Stage ist durch. Ein Est ist verbraucht. Das geht klar. Ja, das geht nicht so klar. Okay, er spawnt halt direkt hier und nimmt immer eine gesamte Ausdauer ab mit dem Hit. Ah, Mann, ey! Aber wieso ist der Zwiebelritter denn böse? Ich habe immer in Erinnerung, dass der gut war. Der ist auch nicht böse. Aber der hat mich mein Schicksal überlassen. Wo irgendwer da draußen stirbt. Für mich ist das schon so eine sehr böse Aktion, wenn ich ehrlich bin. Muss der eigentlich immer ausweichen, der Typ? Ja, muss er. Warum gehst du auf mich? Jetzt hau doch mal ab! Du sollst mir helfen, Mann! Die geht dauerhaft auf mich alle, instant! Ich bin irgendwie bei so einer Sekte gelandet. Dann bist. Und dann hängt der auch noch da hinten rum. Ich kann nicht mal den da hinlocken. Komm aus der Scheißecke weg, Junge. Ah, ich muss dem da hinten Damage machen. Nicht aufeinander gehen, ihr sollt auf den anderen Typen. Muss ich auch nicht, ne? Oh Gott! Mach deinen Charge Attack. Ne, nicht den. Na ja, toll, jetzt darf ich die komplett alleine machen. Dankeschön, ey. Tolle Hilfe. Ja, auch gerade bei einem Bus. Da stehen gleich nochmal wieder welche auf. Keine Sorge, es hätte. Hey, ich freue mich, ey. Ah, muss mir kurz einen Plan überlegen, sonst bin ich im Kreis. Nein, wieso triffst du mich denn? Weil töte ich den einfach alleine, ey. Ja, deine Fire Infusion brauchen wir nicht sehen. Komm jetzt. Da kriegst du erstmal wieder. Immer wieder ein Wurfmesser ins Gesicht. Nee. Hat gestaggert. Oh, ja, mich auch. Magienutzer, ich koste, ich hasse. Mann! Das ist doch nicht wahr, ey! Oh, was? Boah, das war das Feuer auch nochmal explodiert, was er macht. Ja, das ist okay, richtig. Okay, so geht der Boss. Ich verstanden. Oh, das ist ein Husum, ey. Nee, das ist nicht der Move, den du machen sollst. Ist denn die Seele? Oh, die ist bei Tinder. Oh! Schade. Der Indem. Ja,
Hey, einen Typi zu finden, der die Seele in sich hat, die man töten muss, ist halt echt anstrengend irgendwie. Der mit den roten Augen. Ja! Die haben alle rote Augen. EZ. Oh, danke. Boah, ist das ein asozialer Wichser. Auch erst im dritten Versuch, ey. Oder vierten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kein First Try. Wenn ich Glück habe, schaffe ich den hier im First Try. Bist du gerade bei einem richtigen Boss? Also hast ja, du Krone des Namen? Abgrunds und so bin ich. Ach, da bist du! Und der ist nicht so schwer, sind nur eine Menge Gegner. Oh, Alter, ist das ein Scheiß! Und die machen halt Magie, was ich ja hasse. Da mehr drauf achten. Nein, jetzt! Spring halt auch, Mann! 31.000. Alter, sag mal, geh doch! Geht hier auch mal. Komm, ich riskiere das jetzt. Ich weiß nicht mehr, was es da gibt. Ich muss auch mal Sachen riskieren. Ja, aber 20.000 Seelen sind halt ungefähr 3 Level. Geh doch zurück. Nein, ich riskiere jetzt den scheiß Schlüssel für 20.000 Seelen zu kaufen. So. Am Ende ist da nur Müll. Aber ich bin mir halt nicht mehr sicher. Ich glaube, da war ein guter Ring. Dieser scheiß Fuzzi, ja. Ist doch nicht. Ah, wo ist die Seele jetzt? Ah, da tauchen neue auf. Also klar. Eine ganze Ecke neue Leute. Der Boss darf ja nicht einfach bleiben. Was machen die da? Oh Gott! Ich lebe! Selbst verwundert drüber. Oh ja, ja, ich hatte null, ich hatte ohne Witz null Leben. Die haben so eine riesige Kugel umgesammelt und auf mich geschossen. Ah, die verfluchen mich damit auch, okay. Hat immer doch gerade einen Crystal. Oh, ich sehe nichts mehr. Der Boss ist doch anstrengender, als ich dachte. Warte, mein Fluchschaden geht hoch, warum? Hört auf damit! Nein! Warum tust du das? Mann, mach doch nicht so einen Schlag! Das ist denn sehr laut. Was? Meinst du mich? Ja, aber ich hab's nicht verstanden. War laut, ja, die Musik ist halt auch ein Ding. Ja, ja, bei mir auch, deswegen. Wo ich lebe. Er macht einfach immer noch einen Schlag, den er nicht machen soll, und dann krieg ich auf die Fresse. Ich hatte ihn, ich kann nicht einschlagen. Und er sollte den Schlag nicht machen. So war das unlucky. Das ist so wie dieses Treten. Irgendwie mit Dark Souls 3 hat man gefühlt nicht so ganz die Kontrolle. Beziehungsweise man hat es nicht drauf. Nein, ich ja nicht am Spiel, nicht an meinem Selbst. Irgendwie macht er immer was anderes. Du willst einfach nicht diesen Schlag nach der Rolle machen, die Stamp drauf. Du willst so machen und dann schlagen. Ich bin verflucht. Scheiße. Alter, der Boss ist echt nicht ganz so einfach. Dieses Verfluchen ist halt übel nervig. Next try. Wenn ich auch nicht so ein Pech mit diesen kack anderen Typis hätte, ne? Die mich immer die ganze Zeit von hinten anbumsen und nicht auf den richtigen gehen. Ja. Ja. Muss ich erstmal gucken, wo der Weg wieder ist. Ah, jetzt spring doch mal. Der ist aber auch echt ne. Oh, Alter, das war knapp. Ja, treff ihn doch! Dann geht er mal auf den. War nicht hier nochmal der safe Weg runter? Mutet sich jetzt Static eigentlich während des Fights? Nein! Das hört sich so an. Bin ich gemutet. Okay. Die gehen nur dauerhaft auf mich, alle. So, das ist natürlich uncool. Leicht unlucky, ja.
Ach, jetzt bist du auf einmal nicht mehr gestaggert? Ah, du Alter. Oh, scheiße, wie das Item. Oh. Du solltest den Schlag nicht machen, Mensch. Schon wieder. Nee, war ich. Das ist ein Scheißvieh. Ich hab keine Zeit für dich. Geh weg. Oh. Niemand mag dich. Du bist Schleim. Geh doch auf ihn. Du nicht bei mir einen Schleim. Wechsel die Aggro. Was bist du für ein Ring? Der versteckt sich aber auch immerhin in der behindertsten Ecke da hinten, sodass man nicht die anderen zu ihm hintriggern kann. Was ist denn dieser Ring? Den legen wir doch mal an. Der schöne Estus-Ring. Ich wüsste höchstwahrscheinlich nicht, wie ich mein Glück kenne, aber mal gucken. Wenn wir schon mal hier hinten auf der Ecke sind, dann könnten wir rein theoretisch mal die ganzen Items da hinten mitnehmen. Na komm, dann wisst ihr was, das machen wir. Den Zeitrun habe ich eh schon verloren. Ey, was? Noch ist nicht vorbei. Ah, schnellste Zeit bis Abschluss werde ich nicht hinkriegen. Glaube ich nicht dran. Ein Glauben. Nein! Wieso hab ich keine Ausdauer? Ah. Wie gesagt, weiß ich nicht so genau, welchen Erfolg ich überhaupt noch groß schaffen könnte. Die Glut. Ja, das wäre möglich. Ich habe tatsächlich noch keine benutzt. Ich auch nicht. Wie kann das denn? Verzweiflung macht sich breit. Erste Erfolge sind zu sehen. Verpiss dich nicht. Dark Souls schafft sie alle. Ja, echt so. Ah, ich hab dir den First Try mal gemacht beim ersten Mal. Jetzt schaffe ich euch hier Lappen. Diesmal weiß ich, wie er funktioniert. Ja, echt. Ich werde euch alle umbringen. Bis auf den jeden einzelnen von euch werde ich einfach niedermetzeln. Sonst euch Fettsäcke, weil ihr mir hart auf den Sack geht. Aber die heilen sich. Nee, die heilen sich nicht. Letzter Versuch für heute. Das musst du dann. Ja, dann sind wir durch. Warum noch 10 Minuten? Ja! Du brauchst keine 12 Minuten für den Typen. Ja, aber nicht, auch nicht zweimal, also da brauche ich länger als 12 Minuten. Aber wenn nicht, du bist. Naja. Mal gucken. Ja, los, fall da am besten einfach runter. Für mich. Es sollte vielleicht jedes so Brain of Card diese Fuck-Seelen einsammeln und da dreimal getroffen werden. Was? Achso. Warum rollt man den denn am besten weg? Oh nein, nicht da festhängen. Nein, nicht da festhängen! Scheiße, ey. Da kommt. Gehen wir jetzt zu dem Crystal Lizard hier am Start des Spiels. Was denn da Tolles beim Crystal Lizard? Oh, Titanitschollen und so ein Kram. Das kann man halt später gebrauchen. Der Typ muss aber auch immer in der Ecke stehen, ne? Sodass den bloß keiner angreift. Halt, spawnen die neuen. Die muss ich sofort töten. Diese blöden Fatzken da, die die Flüche beschwören, sind halt ätzend. Das von. Treff ihn doch! Bist du. Sag mal, das ist doch nicht wahr! Der schlägt durch den Dulli. Den wollte ich auf jeden Fall backstaben. Ich kann ihn einfach nicht ausweichen. Es ist einfach unmöglich, allem auszuweichen. Oh, mit dauerhaften Rollen geht's. Nee, geht nicht. Bei mir hat's geklappt. Es geht einfach nicht! Sascha, hast du gezogen. Jetzt greif ihn doch mal an, Mensch! Was ist denn los? Die laufen mit drei am Pack nebeneinander und greifen sie sich gegenseitig an. Endlich, ey. Bin ich einer, der sich noch umgeht. Und direkt wieder hart auf die Fresse. Ja, greif dich an.
einig auf mich gehen. Hör doch zu. Alles gut. Außer Muni. Das ist... Alter. Alter. Nein, ich beschwöre diese Riesenkugel. Hört auf damit. Aua! Nein! Oh, scheiße, ich lebe. Mann, lass mich doch, ey! Ich komm nicht zum Schlagen. Es ist unfassbar. Jetzt endlich. Nee, der andere ist. Oh, alles läuft. Der ist. Ach, das war der falsche. Warum habe ich jetzt den anderen angeschüttet? Auch der falsche. 4410 für den ersten Crystal Lizard. Das ist. Keine okay. Estus Flasks mehr. Noch drei Estus Flasks für den ganzen Boss jetzt, ey. Geil, das kann ja nicht gut werden. Nein, 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 nein. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Ich muss gucken, wenn du taub, ich noch anderes zum Heilen hab. Oh, da ist doch einer! nichts zum Heilen dabei. Gibt's überhaupt was anderes zum Heilen? Das Gebräu. Ach nee, du warst noch nicht bei dem Blut, ne? Ich hab mir Blut wirklich genommen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Es war ein Notfall, es musste sein. Stirb, du, ihr scheiß untoten Priester! Ihr nagelt niemanden mehr! In die Fresse von euch. Oh Gott, sind das nervige Gegner. Es ist plötzlich diese Ruhe. Wie ist das? Ach, der Typ verkauft Titanit-Schollen. Ah, Schollen. Oder Titanit. Wenn er eine Scholle verkaufen würde, wäre toll. Bei mir starten gerade alle gleichzeitig. Ja, wir müssen das Thema jetzt nicht breit treten. Dann mal der Boss, ne? Wo ich gerade war. Da geht's danach nicht weiter, oder? Nee, aber das ist ein optionaler jetzt... Boss gewesen. Oder? Nee, es ist einer auf der Liste, den du machen musst. Ja, 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 das ist mir bewusst. Mein Schwert ist hart am Arsch. Also, da ist schon der erste, da ist in dem Bild schon die ersten Risse schon drin. Ah, hier ist ein Feuerchen. Dann gehe ich mal meine Waffe reparieren. Kleine Titanitscherbe, aber das reicht nicht. Ich brauch. Das bedeutet aber, ich bin in dem Abschnitt fertig. Und das heißt, ich könnte jetzt in den Sumpf zurückgehen und da weitermachen. Weil weiter wüsste ich keine Ahnung, wie ich da jetzt noch weitermachen kann. Da geht's auch nicht weiter. Boah, zwei große Titanitscherben. Ja, ich meine auch im ganzen Gebiet oder sowas. Ich habe jetzt nichts gefunden aus dem Zwiebelritter, mit dem ich noch eine Abrechnung habe. Er wird sterben. Ankündigung, er wird sterben, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Kondition. So, man, die Waffe repariert sich automatisch, wenn man an so ein Ding ja. reingeht. Ich dachte, man muss die Zählen reparieren, wie damals in Demon's Souls. Mein Fuß juckt. Das ist gut. Nur noch 7 Minuten, dann kannst du kratzen. Ich meine, ich könnte die Katana eigentlich auch verschärfen. Was denn? Also wenn du diese Pharons Glut abgegeben hast, dann solltest du es auch schärfen können. Ja, ich habe aber keinen scharfen Edelstein. Achso, das ist natürlich. Weiß nicht, wo ich den herkriege, auch keine Ahnung. Ich 10 Stück von oder so. Jetzt habe ich 10 Stück von, ich bin Ästhetik. Ich schaff dir was nicht. Das habe ich jetzt nicht gesagt, das hast du gesagt. Oh ne, warte mal, jetzt kommen die Katakomben, oder? Ja. Nee, bitte nicht. Doch. Find's auch oh gut nein. Machen. Doch, Sascha. Nein, ich Och. Hasse dieses Gebiet. Och. Katakomben von Kartus. Oh. Muss sein. Ekelhaft. Scharfer Edelstein. Ich bin scheiß Skelett, das wieder aufsteht. Lass du Wichser, steh auf. Hurra. Ja! Pretty, be careful. Be careful. Ich bin der Schmied. Ich muss diesen Mongo zweimal töten, damit er liegen bleibt. Alle drehen langsam durch. Asoziales Gebiet.
Tja. Überlegen, ob ich Vitalitätsskillen soll oder weiter Geschicklichkeit. Ich brauche eigentlich momentan nicht so wirklich Geschicklichkeit. Ich meine, es wird mit Schaden, ja. Weil doch eigentlich ist es ziemlich smart, Geschicklichkeit durchzumachen. Du schaffst es nicht, oder? Ich hab gerade alle Edelsteine oh Gott, ich bin retarded. In die falsche Waffe gesteckt. Ich würde sagen, trägst jetzt, was trägst du jetzt für eine Waffe, eine neue? Großschwert. Trägst du jetzt wohl ein neues Großschwert, würde ich sagen. Fuck off, ist das eine Scheißwaffe. Also ich bin ein bisschen lustig. Ich krieg zwei Schlüge hin damit. Bam! Das ist ein bisschen witzig. Noch gut, ab Nacht in den Sumpf, ab zu euch. Alles klar, ich bin gerade erstmal einen Abgrund runtergesprungen und gestorben. Sascha. Wie war das mit Ziel wenigste Tode? Wie weit bist du denn? Ich muss einen Death-Counter hochmachen einmal. Ich sag, dass du toll bist. Ach, ich auch. Bin bei 25 Toten. Wahrscheinlich. Ich bin bei 47. Ja, aber Christoph steht halt noch deutlich besser damit. Ja, das ist voll. Weiß ich nicht. Kann ich dir nie sagen. Genius, Alter. 4 Minuten für den Boss, sagst du, reicht? Nein. Also, probier es, geh rein, probier es, dann können wir ein bisschen überziehen. Genau, machen wir halt einen Ticken länger. Ich bin ja auch gerade wieder durch den Sumpf, vielleicht bleibe ich jetzt da stehen, wo ich beim letzten Mal durch aufgehört habe. Oh, warte mal, dich Bogenschützen da oben sehe ich aber. Es gibt doch bestimmt eine Abkürzung durch den ganzen Drecksumpf, außer durch den Sumpf zu rennen. Nee. Hat es überhaupt Sinn, ein Schild in die Hand zu nehmen bei dem Typi, Alter? In der ersten Phase auf jeden Fall. Ja, aber in der zweiten mal nicht. Brauche ich hier eigentlich noch was reinrennen? Das macht eigentlich keinen Sinn mehr jetzt. Du bist schon so stark, ey, das ist mega krass. Echt stark, Dennis. Ja, also wenn ich denkst du wirklich mit dem Anfang. Oder obwohl ich zuletzt hier im Sumpf war. Ich glaube, ich komme jetzt deutlich besser. Oh ja, natürlich. Mach einen Roundhouse-Schlag mit deinem Schwert. Jedes Mal falle ich auf den Arsch rein. Alter. Bisschen, ich find's schon witzig, muss ich sagen. Ich falle halt immer drauf rein. Jedes Mal, er macht seine krasse Kombi und denkst so, jetzt krieg ich ihn. Und dann macht er einen Schritt nach hinten, zack, und kommt mit einem Dash wieder nach vorne und bumst mich halt. Das Ding ist, ich find's halt so witzig, aber ich reg mich halt nur so auf bei Bossen, wenn ich's halt nicht schaffe. Lass mich mal kurz probieren hier. In der Combo einfach unterbrechen ist nämlich der Trick. Problem ist, habe ich keine Ausdauer mehr. Nein, es hat mich schon wieder. Da hör auf, mir das Genick zu brechen, du Penner. Gerade Bastard, man. Aber man muss das sein. Jetzt ist der. Nee, ich lebe noch! Das ist knapp. Das ist ein Noob-Kampf gerade von mir. Eieiei. Moosklumpen. Also ich so viel Estus Flask hatte ich noch nie bei dem Boss, aber ich hab eh noch nie auf Null gekriegt. Noch lauter. Okay, Kumpel, wir beide. Oh, Leute. Das Spiel ist. Es kostet Nerven, man muss es einfach sagen. Aber es macht halt auch trotzdem mega Spaß. Ja, ich hab mega Bock drauf. Ich könnte auch mir nichts Besseres gerade vorstellen. Kannst du in WoW farmen gehen? Tiltet! Nein! Nicht töten! Oh Gott, du Penner! Warum dash du immer hinter mir her, Mann? Es macht keinen Sinn, vor dem weg zu rennen, Mann. Warum renne ich vor dem weg? Also ich renne nicht weg, aber ich spring weg. Da, zweite Flamme. Wie viele Flammen gibt's? Drei? Ja. Okay, da fehlt mir nur noch eine. Aua. Ey. Nein, schon wieder nur eine kleine Titanitsche, aber ich brauche große. Ich brauche ohne scharfe Edelsteine. Und scharfe Edelsteine. Ich weiß nicht, wo ich einen scharfen finde. Sollen wir den ganzen Mal farmen? Ja. Bei Crystal Lizards. Ja, scheiße. Ich weiß ja, wo einer ist. Bei den kleinen, meine ich. Ich brauche einen großen. Oh, das ist ja Nachricht. Ja, danke. Oh! Nee, nicht töten! Nicht töten! Warte mal eine Sekunde, Bro. Sumpf sieht schon ekelhaft aus. Alter Vater, ey. Große Titanitscherbe, na endlich eine, aber ich brauche noch eine zweite. Warum nicht drei? Man braucht zwei. Vier. Zwei. Ja.
Step EG. Oh, warte mal. Kann ich dich einzeln anlocken? Nee, nee. Nee, Kollege, lass das mal kurz. Ja, doch. Ja. Put, 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 put. Uiuiui. Du machst ein bisschen viel Blutungsschaden, ist das Problem, Kollege. Komm, du droppst auch. Aua. Jetzt werde ich beschworen. Du droppst jetzt so eine kleine Titanic-Chamme oder was? Sascha farmt. Ich lauf durch das Level durch. Ja, die Zeit ist um, Sascha. Ist vorbei. Ja, ich werde gerade beschworen. Ich muss zumindest noch machen. Bist du, warte mal, wolltest du nicht zum Boss testen? Ich stehe am Leuchtfeuer, warte. Achso, du bist tot. Ja, natürlich bin ich tot. Jetzt wäre das selbstverständlich oder so. Ich will nicht wissen, wie oft ich heute vergessen habe, einen Death-Counter hochzusetzen. Das kommt dann hoffentlich noch in der Post-Production. Ja, natürlich. Bist du Gegner? So. Dass man halt nie bei denen gespawnt wird, sondern immer nur im Arsch der Welt, wo man nicht weiß, wo die gerade sind. Ach, da hinten kämpfen sie. So, warten wir noch kurz, dass Storm da fertig ist. Wenn er nicht das Feuer auf mich werfen. Er hat ein riesiges Feuerschwert da. Krasser Typ, ne? Mein Freund, der mir, dem ich helfen soll, hat eine Axt und was an. Fuckeltitanit. Fett, Sascha, was machst du? Hm? Ich lauf durch die Katakomben durch. Und hab da gerade einen Fuckeltitanit gefunden. Oh, ich kann mich nicht heilen. Weil der Arsch mich gedingst hat. Ja, Anti-PvP, Ding ins Kirchen. Okay. Oh. Was soll man sonst machen? Ich bin tot, der hat mich aufgespießt. Na gut, dann werde ich wohl tot sein. Ach komm, jetzt steht doch nicht ihr hier auch noch auf. Eine Sekunde kurz. Moment. LOL. Ist. Hä? Ich nimm den scheiß Eid. Kurze raus. Story, bevor. Nein, warte. Ich bin gerade nicht durch den Eid gestorben. Ich hab ja, war ja am Kämpfen, wurde vergiftet und dann wurde ich beschworen. In der Beschwörung gab's kein Gift. Alles ja, cool, soweit. Achso, du hast ja während der Beschwörung aber Leben verloren durch das Gift. Ja, aber in der anderen, in meiner Welt habe ich weiter Leben verloren. Als ich wieder rauskam, war ich tot. Doppelt tot. Ja, ich bin einfach zweimal gestorben und dann also das zweite Mal kann ich. Ja gut. Ich mach den Alt erstmal. Ich meine, eigentlich sehr cool. Aber nee, man kämpft, der nicht. Doch, eigentlich finde ich es nice. Aber ich bin es halt durch das Gift ich habe Gift verloren, Leben verloren in meiner Welt, wo ich nicht da war. Hm. Krass. Ja, gespaltene so, Persönlichkeit. Setzen wir uns jetzt nochmal das Leuchtfeuer hier und dann würde ich sagen, wir danken vielmals fürs Zusehen, schauen auf jeden Fall bei Static und Storm wieder vorbei und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis die Tage. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.